Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ganz spontan zwei neue Lidschattenpaletten für euch und zwar von Essence. Die sind ganz neu ins Standardsortiment mit eingezogen. Ich meine, sie sind aktuell nur in der großen Theke da, aber ich habe sie gefunden und ich finde die total süß. Vom Packaging, von der Aufmachung, von der Idee und ich dachte mir, wir wollen ja eh so ein bisschen wieder Richtung, ja, Reviews gehen. Deswegen testen wir heute beide Paletten. Auf dem einen Auge schminken wir einen Look mit der Love Palette, auf der anderen Seite einen mit der Energy Palette. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Paletten sind und das mit mir gemeinsam herausfinden wollt, Freunde, bleibt einfach dran und ich würde vorschlagen, es geht auch gleich los. Falls ihr hier neu seid, mein Name ist Maxim und ich bin 3 bis 5 Mal die Woche hier. Eigentlich 3, aber die nächsten Tage ist es einfach so viel gerade, was an Launches rauskommt. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Deswegen gibt es vielleicht diese Woche ein paar mehr Videos. Also abonniert unbedingt den Kanal und teilt die Videos mit euren Freunden. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Ihr könnt sehen, ich habe meine Base schon drauf. Und ich habe so ein bisschen Lidschattenprimer drauf. Aber es geht hier um die neuen Lidschattenpaletten von Essence. Und ich finde es ganz spannend. Das sind nämlich wieder diese Papierpaletten. Die gab es neulich schon mal in dieser Limited Edition What Should It Be oder so, irgendwas mit den Bienen. Jetzt gibt es das Ganze im Standardsortiment und die Verpackung ist zu 100% aus recyceltem Papier. Die Palette ist nicht vegan, die auch nicht. Aber wir haben hier 3, 6, 9 Farben drin. Das ist eher so ein bisschen die rote Richtung. Es gab noch eine, die war ein bisschen bunter, aber da ich ja Gott sei Dank oder leider, wie auch immer, nur 2 Augen habe, dachte ich mir, ich nehme einfach mal die, die die meisten von euch wahrscheinlich, wenn dann, kaufen würden. Die andere Palette hat ebenfalls 9 Farben drin und das ist auch eher wieder so eine klassische Warmton-rote Palette. Was ich aber ganz spannend finde hier, ist der Ton in der Mitte. Das ist so ein Gold, aber sehr, das ist so ein bisschen gröber. Wir schauen uns das Ganze mal an. Es geht los. Auf der rechten Seite von mir möchte ich als erstes was mit der Love-Palette schminken. Das ist diese hier. Und oh, können wir kurz über diese Aesthetics reden? Der Lippenstift, der Hintergrund und diese Palette? Wow. Okay, ich bin richtig hyped. Ich nehme jetzt hier so einen großen, fluffigen Pinsel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Schimmerfarben und 4 matte Farben. Finde ich eine gute, ausgeglichene Menge. Und vor allen Dingen, es ist ja egal, wie viele matte Farben drin sind. Juckt, wenn die Farben hier drin keinen Sinn machen. Ich kann mit den Farben gut ausblenden und das ist mir persönlich immer so wichtig. Was hier nicht mit drin ist, ist ein Spiegel. Liegt vermutlich aber einfach A an dem Preis und B, dass das Ganze so einfach es geht zu recyceln ist. Wenn ihr ganz korrekt sein wollt, wenn ihr jemals diese Lidschattenpalette leer bekommen solltet, nehmt diese Fännchen raus. Das könnt ihr mit einer Pinzette einfach machen, einfach rausbrechen. Die in die gelbe Tonne, also in Restverpackung und den Rest in Papiermüll. Ich nehme jetzt den fluffigen Pinsel und fange als erstes mit dem Braun hier an. Hat ein bisschen Kickback, Pinsel sieht aber gut voll aus. Ich brauche einen Spiegel und setze mir die direkt hier schon mal hin. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu diesen Verpackungen steht. Ich erinnere mich, dass ich damals, als es die ersten Verpackungen gab, von Essence, glaube ich, mit diesem recycelten Papier, dass ich gesagt habe, ich finde das nicht gut, fühlt sich billig an, ich weiß nicht. Mittlerweile, bin ich ehrlich mit euch, hat sich das Ganze aber so ein bisschen geändert. Wir müssen einfach darauf achten, was wir produzieren und was wir konsumieren. Und gerade die Beauty-Industrie trägt halt einen großen Teil zu Müllproduktion bei. Und wenn Essence, wenn Essence sagt, hey, wir machen Pappverpackungen bei einigen Produkten, ist das schon mal ein richtiger Schritt. Das muss man denen gut anerkennen. Die Farbe ging extrem leicht rauf. Wow. Ich blende das Ganze mit demselben Pinsel und diesem Rot aus. Die Farbe ist viel, viel dunkler als gedacht. Und ich gehe jetzt einfach nur hier über den Übergang und blende hier einfach nur ganz zart drüber, dass ich das Ganze noch so ein bisschen wärmer kriege. Ich wollte das eigentlich viel, viel rosastichiger haben. Aber das ist wirklich krass. Die Farbe ist ein bisschen zarter, aber ihr seht schon, sie hat so gut Deckkraft, dass ich mit der Farbe die dunklere Farbe einfach abdecken kann. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also, ich sage es ja immer wieder, die Drogerie ist ja schon wirklich hier, was Produkte angeht. Aber das war jetzt wirklich sehr, sehr einfach.
Wow. Ich finde ganz schön, dass diese Verpackungen extrem leicht sind. Also sie haben schon Gewicht, ne? Also du merkst schon, du hast das in der Hand. Allerdings sind die gut zum Verreisen. Es reicht ja, wenn man, weiß nicht, so einen Wochenendtrip macht oder so. So eine kleine Palette in den Kulturbeutel oder in die Waschtasche, je nachdem, wie ihr es nennt und woher ihr kommt. Nice. Ich nehme jetzt einen kleineren, präziseren Pinsel und gehe in der Palette in das, hoppala, in das dunkle, ja, rotbraun. Die hat fast gar kein Kickback. Wow. Und die setze ich mir direkt hier außen hin. Schuh, schuh. Und gehe damit direkt in meine Crease. Dann könnt ihr das Ganze richtig intensiv verdunkeln. Wow. Reicht schon, ne? Gehe nochmal in das Rot. Und gehe einfach nochmal hier rüber, weil ich das doch ein bisschen wärmer haben möchte. Okay, fantastisch. Da brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen. Nehme mir jetzt einen flachen Pinsel und ziehe mir einmal ganz schnell eine Cut Crease, Freunde, weil die Schimmertöne sehen wirklich, wirklich spannend aus. Aber wie findet ihr das? Ihr könnt mir jetzt einmal in die Kommentare schreiben, wie euch der Look gefällt. Finde ich nämlich wirklich ganz spannend. Ich liebe es einfach mit euch so ein bisschen zu interagieren und mit euch zu sprechen, wie ihr das findet. Leider könnt ihr mir das Ganze nicht live mitteilen, aber so weiß ich dann beim nächsten Mal, ob euch das gefallen hat oder nicht. Okay, die Cut Crease ging extrem einfach rauf, ohne dass sich der Concealer mit dem Lidschatten verbunden hat. Das heißt, der Lidschatten sitzt auch schon sehr, sehr gut auf dem Auge. Ich nehme jetzt den Pinsel und gehe jetzt in der Palette als erstes hier in den Ton hier in der Mitte. Pinsel sieht ganz gut voll aus. Und das gebe ich mir hier so ein bisschen erstmal aufs Zentrum. Und blende das hier so außen rein und gehe dann mit den Farben, wir haben ja wirklich eine Vielzahl an Farben. Also ich muss sagen, guck mal, ihr seht schon, selbst mit einem Pinsel funktioniert das. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe hier in den hellen Ton rein. Auch der fühlt sich sehr gut an, der ist sehr, sehr cremig. Und blendet. Freunde, das sieht schon echt vielversprechend aus. Ja, also die hat gar nicht so viel Bums, deswegen gehe ich nochmal hier in das Rot und mische mir das Ganze. Ich finde es mal ganz spannend, so eine sehr zarte Cut Crease zu haben, die farblich nicht so viele Abstufungen hat. Aber es sieht mega aus. Ich nehme mir einen kleinen Pencil Brush, gehe hier wieder in das Braun und in das Rot. Das ist so ein fauler Trick, ne? Einfach beide Farben gleich an Pinsel und dann an die Lower Lash Line. Und außen gehe ich dann nur mit dem dunklen Ton. Okay, fantastisch. Also, ganz ehrlich, 4 Euro sehe ich nicht. Amazing! Wir machen weiter, Freunde. Das ging wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir machen weiter mit der Energy Palette. Die finde ich persönlich auch ganz spannend, denn hier haben wir wirklich leuchtende Farben. Also das hier sieht schon echt leuchtend in der Kamera aus. Ich nehme selbstverständlich die gleichen oder ähnlichen Pinsel. Der ist leider nur so ein bisschen verfärbt. Und ich gehe als erstes in dieses Rot hier oben. Sieht gut aus. Und das presse ich mir einfach erstmal hier direkt in meine Crease. Wow. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber die hat richtig Deckkraft. Und dann gehe ich einfach nur hier schon mal so ein bisschen über den Übergang, dass ich die Kante leicht kriege. Ihr seht das ja, ne? Also ich muss ja nicht wirklich viel machen. Ich gehe jetzt in das helle Rosa, das hat ein bisschen mehr Kickback. Und damit verblende ich die Farbe. Was sagt er? Also ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin also. Mir hat eine Zuschauerin, ich glaube, es war die liebe Andrea, hat mir heute ein Foto von den Paletten geschickt. Ich habe das gar nicht mitbekommen und meinte, hey, die gibt es jetzt, kannst du die vielleicht testen? Ich meinte, klar, dafür bin ich da, Freunde. Und jetzt schaut mal, wie soft und weich das Ganze geht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur ein bisschen Angst, denn die Farbe hier drin, das Braun oder Schwarz, das sieht sehr dunkel aus. Das heißt, ich gehe ganz leicht nur mit dem Pinsel rein. Und setze mir das erstmal hier hin. Wenn ich das hier so ein bisschen hin und her will, probieren so ein Halo-Eye zu machen und setze mir das hier vorne hin. Es wird so ein bisschen intensiver, dramatischerer Look. Und mit dem Rest gehe ich dann hier einfach nochmal in die Crease. Schon wieder so ein feuerbändiger Look, ne? Und ihr könnt das einfach richtig gut raufpressen hier. Und dann geht er wieder mit dem Pinsel von eben lang und verblendet das ganz leicht nur. Und ready. Ich nehme wieder meinen flachen Pinsel, mache den so ein bisschen sauber und nehme mir dann aus der Palette das Orange.
Sieht sehr voll aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt dazu passt, aber. Das ist, ja. Ist intens, ne? Was lernen wir heute? Niemals mit Vorurteilen an Make-up gehen. Das teuerste Produkt kann furchtbar sein oder ein günstiges Produkt kann so gut sein. Okay, wow, da muss ich nichts mehr machen. Nehme den Pinsel, gehe in das Rot und das Schwarz, klopf ab und setze mir das hier hin. Freunde, es tut mir leid, ne? Also ich dachte, ich kann euch hier ein bisschen was Spannenderes und was Dramatischeres zeigen, aber I stand. Das sind einmal beide Seiten. Ich habe mir noch das hier, das Gelb. Habe ich mir da noch hingesetzt für so ein Pop of Color, aber ganz im Ernst. Ich bin verliebt. Ich würde fast sagen, das sind aktuell. Ja, die neue City-Palette war halt auch geil, ne? Wenn ihr das nächste Mal im DM seid, schaut das euch mal an, weil ganz ehrlich, für 4,99, das ist so eine Travel-Palette. Wenn ich jetzt. Okay, ich fahre nicht weg, wir sollten alle nicht wegfahren, aber wenn wir mal wieder irgendwann wegfahren dürften. Die ist eher so ein bisschen romantisch für so ein Date und die ist eher so, heute möchte ich es gerade nur lassen, wenn du weißt, was ich meine. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den beiden Paletten sagt. Ich verlinke euch einmal beide Paletten unten in der Infobox. Mega, hätte ich nicht mit gedacht. Ich liebe diesen Look, ich liebe diesen Vibe. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und teilt das Video mit euren Freunden. Damit unterstützt ihr mich sehr. Ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.